Ja, hallöchen und herzlich willkommen zurück. Wir sind auf der Suche nach Ferdinand, beziehungsweise die Aufklärung des Diebstahls über Soefs Kräuterpaket. Nein, Sumpfkrautpaket. Und ich bin jetzt dabei, erstmal alle Häusertjes zu durchstöbern, zu gucken, wer hier alles so da ist und wer hier alles schläft und wer hier unachtsam ist. Hier ist übrigens was. Ist einer, der hier noch... Oh, der beobachtet. Jetzt hat er sich weggedreht. Wer hier alles ist. Lalalala. Das ist... Ach, das ist Soef selber. Was denn nu? Okay. Wurst, Fischsuppe, Wasser, Truhe. Dann schleiche ich nochmal raus. Speicher ab. Nicht, dass ich, wenn ich im Schleichmodus abspeichere, mir da irgendwas passiert. Okay. Soef schläft noch. Die Truhe. Jetzt werden wir mal gleich mal gucken, was wir machen können. Okay. Okidoki, da haben wir es. Fünf Stängel Sumpfkraut. Ich fass es ja nicht. So viel war's. Okay. Ja, dafür hat sich das ja nicht gelohnt. Moment mal, das ist Soef ja selber. Okay, schleifen wir mal raus. Es kann nämlich sein, dass irgendwie Ferdinand sich dann irgendwo anders postiert hat oder so. Das ist nur ein Adept. So. Nee, das ist die Kneppen. Die Kneppen. Mal gucken. Du bist wach, das bringt nichts. Und hier ist noch... Hat er irgendwas in der Zwischenzeit versteckt, der Ferdinand? Nee, glaube ich nicht. Okay, hier war ich drinne. Da war ich drinne. Hier war ich auch drinne. Es war keiner da, ne? Wer bist du? Das ist auch nur ein Adeppen. Ja... So, dann gehen wir hier mal so ein bisschen. Hier ist auch noch ein Haus. So, da liegt ein Waffenbündel. Okidoki. Dann wollen wir da auch mal reinschleichen. Ist das denn Ortega? Ortega erinnert mich an was. Schreibpult, ja klar. Ortega schläft tief und fest. Ortega. Woher kenne ich Ortega? Warum? Da liegt noch ein Waffenbündel. Ist aber nur ein Flavor-Waffenbündel. Das ist auch kein Korn. Ich kann nichts mehr nehmen. Schleichen wir hier wieder raus. Okidoki, auch gemacht. Jetzt gucken wir mal, welche Häuser wir noch nicht haben. Gibt's hier? Ach, hier gibt's eine Werkbank. Merken, dass ich dann im Off mal ein bisschen was machen kann. Gucken, hat sich hier irgendwas versteckt? Nein. Gut. Grobe Schwert. Nehmen wir mit. Noch ein grobes Schwert. Noch was? Nein. Da sind die Orks, die halten Wache. Ein Stängel Sumpfkraut. Schinkenwacholder. Wacholder und Schinken ist eine gute Kombi übrigens zum Essen. Jetzt haben wir hier noch ein Haus voller Gaben. Und hier steht ein Ork oder mehrere sogar. Gucken. Alles klar, außer Sichtweite. Hier haben wir zum Beispiel ein leeres Bett. Und hier haben wir Ibrahim. Sehr schön. Dingel Sumpfkraut. Noch eins. Und das sieht auch aus wie ein Waffenbündel, ist aber nur
zu Dekorationszwecken. Okay, wir müssen leise sein. Sonst... Dolch. Was war das? Schafswurst. Ach, Schafswurst. Damit konnte man in Velaya in der Mod die Scavenger heranlocken, um die in ein Gatter zu sperren, damit ein Bauer eine Scavenger-Schucht machen konnte. Yep. So, dann gehen wir mal weiter gucken. Hallo, grüßt euch, ne? Haltet ihr schön Wache? Dann haben wir hier nochmal eine Wasserpfeife. An der Stelle vielen Dank für den Kommentar. Bei 5 Päckchen gibt es... 5 Päckchen gibt es Boni. Okay, ich kann mich hier hinhocken. Ah, können wir mal Tabak rauchen. Quest Wasserpfeife, Apfeltabak. Genau, nochmal Apfeltabak. Das ist lecker. Wunderbar. Verstehe. Magi Chiswissen. So sieht es nämlich aus. Doppelten Apfeltabak. Auch das soll erstmal reichen. Kann ich am nächsten Tag auch noch machen. Okay. Auch das haben wir geschafft. Gemacht. So, dele. Gucken wir mal weiter. Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Das war das mit dem Adepten. Und dem Sessel. Ja, ich finde den irgendwie nicht. Den, ja, hier. Dem Haus waren wir auch. Habe ich denn eigentlich alle Häuser durch? Liebe Leute. Sieht nicht danach aus. Jetzt bin ich wieder hier am Ende. Moment, was haben wir hier? Ja, da kann ich nicht rein. Da ist ja der Kutschok. Oh, die pennen alle. Mal gucken, was ich hier... Stibitzen. Oh, stopp! Erst schleichen, bitte. Alter, war das knapp. Sind die jetzt aufgewacht? Kutschok. Schakarosch. Was haben wir denn hier alles? Unbrauchbarer Runenstein. Du verdammter Dieb. Shit. Der ist aufgewacht. Mist. Na, das war halt eben nicht so die gute Idee. Ja, wo könnte sich denn jetzt Ferdinand aufhalten? Jetzt bin ich schon wieder hier. Gibt's denn noch irgendein Häuschen, wo ich gar nicht war? Weil in der Nacht so, ihr wisst, meine Orientierung in der Nacht ist nicht so gut. Ah, ich war hier noch nicht. Hier gibt's einen Schläfstern, hier gibt's einen Amboss. Also ein Schmiedefeuer, ein Wasserämmer. So, erstmal gucken, wer er hier ist. Ach ja, Ortega, aha, tolle Nummer. Ortega, der Schmied. Ich verstehe das nicht. Ist der außerhalb? Kann das sein, dass der außerhalb ist, der Ferdinand? So weit außerhalb. Ah, hier kann man auch noch mal rein. Okay. Dann schauen wir da noch mal kurz rein. Da hängt nämlich auch eine Karte. Und hier ist entweder... Ach, eine Buchkommode. Die kann man ja mal lesen. Hier ist überhaupt gar keiner. Okay. Gucken wir mal, was wir hier haben. Erfahrung 25 über die Jagd. Okay. Super. Und was haben wir sonst noch? Reichlichen gedeckten Tisch mit gebratenem Fleisch. Sumpfkraut, Wolfsklinge, Wasser. Und wieder mal so ein Waffenbündel. Aber nichts Besonderes hier. Hm. Ach komm, lass uns mal rausrennen. Gucken wir uns das Ganze mal von außen an. Ja, hier gibt es Wasser und Wein. Ja, sein können, dass da irgendwas ist. Sind aber viele Orks hier. Hier gilt es bestimmt irgendwann mal noch. Oh, was sind das? Das ist aber gefährliches Getier, da gehen wir noch nicht hin. Und da hinten ist ein anderes Lager. Und auch Tiere, die dort sind. Gucken, vielleicht komme ich ja dazwischen durch. Das sieht nach einem Nomadenzelte aus. Nicht schlechen.
kann ja sein, dass er irgendwie... Nee, das glaube ich nicht. Dunkelpilze. Heilpflanze. Wer ist denn hier? Ist hier niemand? Hallo. Ach, mutane Ohrkrieger sind hier. Okay. Gut. Jäger. Aha. Hier ist ja echt... Ah, alles ist ein Jägerquartier. Okay, ja, das werde ich alles im Off später machen. Gucken wir uns erstmal hier um. Auch eine Wasserpfeife. Gortimor. Gortimor. Aha, Gortimors Truhe. Versuchen wir es mal. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich weck mal Gortimor. Gortimor. Baltimore. Dann Gortimor. Ja. Hallo, du hast dir ja ein gemütliches Plätzchen aus. Hallo. Du hast dir ja ein gemütliches Plätzchen ausgesucht. Ja, Fremder. Ich habe es in diesem muffigen Ort namens Ashdod nicht mehr ausgehalten. Da bin ich lieber im Lager der Jäger. Dort habe ich meine Ruhe. Tja, sieht ganz danach aus. Wer bist du? Ich heiße Gortimor, Fremder. Und wie nennst du dich? Mein Name ist Roland. Nun gut, von mir aus kannst du gerne hierbleiben, wenn du willst. Im Lager sind zurzeit nur wenige Jäger da. Okay, weiter. Die sind alle im Schlafrausch hier. Hast du vielleicht etwas Sumpfkraut zum Rauchen? Oh Gott. Klar. 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 Diese Sektenspinner. Mann, das habe ich jetzt gebraucht. Gut, bitteschön. Das war dann alles bei Gortimor. Gab noch nie mal die Option, dass ich da einen Schlüssel stehlen könnte. Aha, ah, hier ein Gerb. Also hier gibt's alles Mögliche, das ist gut. Genau, ein bisschen Butlerfleisch. Aber wie schon gesagt, das mache ich alles im Off. Ich will erstmal wissen, wo ist denn eigentlich dieser... Jäger, nein. Dieser Ferdinand, das ist auch ein Jäger, das sind alles nur Jäger. Dann, und es dämmert schon. Wie spät? 3.55 Uhr, naja. Bananen. Ja, die werde ich natürlich jetzt erstmal im Off hier. Die sind mir wichtig, weil die geben nämlich auch richtig schön viel. Was geben die nochmal? Stärke oder Mana? So, erstmal alle Bananen hier abgezwackt. Ja, Gortimor. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder zurück. Am besten an den Wölfen vorbei. Wieso machst du die jetzt nicht platt? Weil ich einfach, ich bin auch auf der Suche nach diesem Franz Ferdinand da. Ferdinand. Das ist auch wahrscheinlich wieder nur ein Jäger. Nee, Sarbos. Sarbos. Okay, mal gucken, was Sarbos sozusagen hat. Hört sich nicht gut an. Oh nein! Oh Mann, oh, jetzt habe ich die da hingelockt. So, jetzt befinde ich mich hier zwischen zwei Wolfsrudel. Also da hinten im entferntesten Sinn ist auch, da ist auch noch eins. Dann gehe ich doch wieder so zurück, wo, wie ich gekommen bin. Weil, das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant dazwischen. Oh, jetzt haben wir wieder Schnäbbe und sowas. Oder was sind das für Teile da hinten? Razor. Wie viele sind es denn? Zweie? Mache ich die jetzt mal weg? Okay, ich mache sie mal weg. Hoffentlich. Ah ja. Oh, du bist aber... Ach ja, das sind ja so ganz wilde, schnelle Viechertjes. Boah. Ohne lang zu fackeln, kommen die sofort an. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wüstenrazor. Ah, ich habe abgespeichert und noch zwei Stärkepunkte generieren können.
durch leckere Suppen und Eintöpfe. Okay, das ist, scheint mir jetzt der sichere Weg zu sein. Hinten sind auch wieder welche, die, mit denen will ich mich später beschäftigen. Mit denen will ich mich gar nicht beschäftigen. Erstmal huschen wir hier an der Wand lang. Ja, wo soll denn der Typi sein? Wo soll der Typi sein, der Ferdinand? Gucken. Er ist immer noch weg. 4.32 Uhr. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich krieg diesen Ferdinand nicht zu packen. Oder? Nein, das ist er nicht. Das ist ein Adepten. Ferdinand sieht auch völlig anders aus. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Wo soll dieser Ferdinand stecken? Ja, ergo, was mache ich denn jetzt? Soll ich selber schlafen? Nee, ich habe ja gerade eben was getrunken und gegessen. Aber Stärke bekommen. Ha, 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 ha. Diebstahl in Aschdod. Ferdinand streitet ab, was mit dem Diebstahl zu tun zu haben. Außerdem ist er angeblich nicht Raucher, weil er mit der Lunge erklärt hat, das sollte ich mir mal überprüfen, vielleicht spätabends, wenn sich Ferdinand unbeobachtet fühlt. Spätabends heißt ja nicht nachts oder frühmorgens. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, da Leute. Ich komme ja auch nicht so auf so einen grünen Zweig. Nee, da kann ich nicht pennen. Ich gehe mal pennen und wieder mal bis Mitternacht und gucke mal. Nee, ich werde bis abends schlafen. Und dann wisst ihr, was ich dann mache? Dann bleibe ich so lange bei dem. Also im Off, bis ich ihn erwischt habe oder so. Aber das überspringe ich jetzt. Bis dahin. So, ich habe mal versucht, bis abends um 8 Uhr zu schlafen. Da ist er schon weg. Jetzt ist es 17.10 Uhr. Ja, das heißt also, ich werde jetzt erstmal so im unbeobachteten Zustand hier so lange ausharren, mir ist das so egal, im Off ausharren, bis er dann, ja, gucken, hier oben kann ich hoch, hier gibt's nichts, dann werde ich nämlich so lange wachen, bis er abhaut, im Off natürlich, bin gespannt, wie lange das dauert. Das ist aber jetzt merkwürdig, wir haben es jetzt schon 6 nach 8, 20.06 Uhr und Ferdinand ist immer noch da und quatscht sich ein und wenn ich schlafe bis abends um 20 Uhr, dann treffe ich ihn da an der Stelle nicht mehr vor. Mal gucken, was dann weiter noch passiert. 21.59 Uhr, ich war mal so frei und habe mir in einer Komplettlösung geguckt. Da hieß es, man könnte auch schlafen. Und ab 22 Uhr bis Mitternacht würde er sich in einem mittleren Haus befinden. Mittleres Haus, du bist gut. Da war ich auch drin in der Zeit. Aber schauen wir mal. So, jetzt haut nämlich die Assassine ab. So, wir haben jetzt 22:01 Uhr. Und jetzt hat er... Ah, Ferdinand, hau ab. Ich denke, du hast es mit der Lunge. Wie? Mann, du hast mich erschreckt. Warum streichst du dich denn so an? Ich habe dich erwischt. Du rauchst Sumpfkraut. Du als Sumpfkraut. Aha. Ja, ich gebe es zu. Ich rauche das Zeug. Und warum? Hast du mir das nicht schon vorher gesagt? Weil geile Perspektive, ne? Weil du mich dann natürlich sofort im Verdacht gehabt hättest. Jetzt habe ich dich noch viel mehr im Verdacht. Gestehe, du bist der Dieb. Nein, Mann, der bin ich nicht. Das musst du mir glauben. Und woher hast du das Zeug? Von einem Typen, der regelrecht süchtig danach ist. Er ist einer von den Templern, die Kay mitgebracht hat. Aha. Seinen Namen habe ich jetzt allerdings nicht im Kopf. Das war doch... Er hält sich meistens im Lager Guatimor auf. Wirst du mich jetzt dann so verraten? Nö. Wenn du mir die Wahrheit gesagt hast, werde ich ihn nicht sagen. Es ist die Wahrheit. Glaub mir. Danke, Ferdinand. Warte mal. Okay, von da aus die Dietriche zu stehlen. Gut, dann kann ich ja hier wieder runterspringen. Okay, er geht also wohl nicht ins mittlere Haus. Wahrscheinlich, weil ich ihn jetzt schon vorher erwischt habe. Das ist ja interessant, liebe Leute. So, Suef. Nein, beraten kann man ihn nicht. Sehr gut. Jep.
Das heißt, wir müssen zu diesem Gor Timor, richtig. Genau, ich habe mir eine Eselsbrücke gebaut, und zwar nicht Baltimore, sondern Gor Timor. Wo war denn hier nochmal die Lücke, wo ich nochmal durch konnte? Nee, da konnte ich noch nicht durch. Ich will da mal abkürzen. Der ist nämlich da gegenüber irgendwo. Na, jetzt komme ich hier wieder auf die Dings rein. Ich will zu Gor Timor nach Baltimore. So, wo war die Lücke? Ja, machen wir es anders. Hier kann man schön draufklettern. Müssen wir mal gucken, hier sind die Rudels. Hier ist auch noch ein Rudel. Nee, hier sind Ratten. Ach, dann mache ich die mal weg hier. Dann mache ich die jetzt mal weg. Ah, schade. Gut. So, die Wölfe bleiben weg. Wüstenratte entfleischt. Ah ja, richtig, okay. Dann werden wir mal hier entlang gehen. Ah! Gucken, vielleicht packe ich die noch. Sind ja nicht viele, die mir gefolgt sind. Nee, will doch keiner. Gut, okay. Dann auf zu, oh Gott, hier ist ein Grab. Blauflieder. Wo ist denn jetzt dieser Gor Timor? Da ist er. Genau, Gor Timor. So, rede mal. Du hast ja ein gemütliches Plätzchen. Hallo. Du hast dir ja ein gemütliches Plätzchen ausgesucht. Ja, Fremder. Ich habe es in diesem muffigen Ort namens Ashdod nicht mehr ausgehalten. Da bin ich lieber im Lager der Jäger. Tja, okay, ich weiß warum. Ich heiße Gor Timor, Fremder. Mein Name ist Roland. Nun gut, von mir aus kannst du gerne. Im Lager sind zurzeit nur wenige Jäger. Hast du vielleicht etwas Sumpfkraut zum Rauchen? Ja, das ist, weil ich nämlich mal neu geladen habe. Und dann habe ich bei dem Neuladen vergessen, ihn nochmal anzusprechen, damit wir auf der gleichen Höhe sind. Ja, und deswegen... Mann, das habe ich jetzt gebraucht. Genau, hast du gut gemacht. So, ich habe gehört, jetzt wird's spannend. Ich habe gehört, dass man bei dir Sumpfkraut bekommen kann. So, wer behauptet das? Ferdinand. Also, wie sieht es aus? Na schön, du kriegst das Zeug von mir um die Hälfte billiger als bei Suez. Wie viel willst du haben? Alles. Das hört man gerne. Glaube ich nicht. Rück sofort das Sumpfkraut raus, das du Suez gestohlen hast. Moment mal, Mann. Das Zeug gehört mir. Ich hab nicht geklaut, verstanden? Das glaubst du doch selbst nicht. Oh shit. Woher willst du denn so viel von dem Zeug herhaben? Nur Suez verkauft dir das Zeug. Das geht dich nichts an. Hau einfach ab und lass mich in Ruhe, klar? Okay, speichere ich mal lieber ab. Ich dachte, es kommt jetzt gleich hier zur Rauferei, doch. Was sagt denn unser Quest-Logbuch? Gor Timor streitet ab, was mit dem Diebstählen zu tun zu haben. Ich muss ihn überführen. Irgendwann wird er wieder bei Suez etwas stehlen wollen. Ich muss mich nachts auf die Lauer legen, und wenn ich die ganze Nacht Wache schieben müsste. Mitternacht wird noch zu früh sein, aber vielleicht nachts um 3, also um 3 Uhr nachts. Wieder sowas. Und ich 23.37 Uhr. Ah, so was Beklopptes jetzt aber auch. Na, dann gucken wir mal, ob wir hier in Nähe ein Bettchen finden. Der wird doch hier wohl irgend so ein Schlaflager haben. Oh. Na, außer hier so ein schon Stühlchen, hier ein Ohrensessel, Omas Ohrensessel. Ach ja. Wen betest du hier an? Methaner Ohrkrieger? Gar keinen. Naja, im Off werde ich das machen. Mal gucken, wo wir hier mal nächtigen können. Ist hier irgendwie sowas wie ein Bett? Ja, cool, hier ist ein Bett. Hier ist ein Bett, und dann muss ich da rum und gucken, ob der da ist. Okay, und hier gibt's Gor Timors Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Logisch ist, da haben wir ja ihn zum ersten Mal angetroffen. So, bis Mitternacht, bis 3 Uhr nachts schlafen. Jetzt bin ich gespannt, ob er denn noch da ist.
Das war mir wieder sowas von klar. Das war wieder sowas von klar. Kann man denn hier erklettern? Ja. Ach so, die Heilwurzel. Also das war wieder sowas von klar, dass er wieder nicht da ist. Ah, Leute, nee. Vielleicht ist er jetzt auf dem Weg dahin. Vielleicht können wir das von hier aus sehen. Nein, bestimmt nicht. Oder er ist da hinten hingespawnt worden. Es kann nämlich sein, dass er jetzt schon bei Suez ist. Suez. Suef. Suef. Mhm. Gortimur, Baltimore und Suef. Ach, du sollst doch nicht auf den Rücken fallen. Ja, das mache ich alles noch später. Aber ich muss erstmal wieder sicher rüberkommen. Und so nicht. So, am besten da, wo die... Genau, erstmal hier sicher rüberkommen. Kann ich hier hochklettern? Ich kann hier hochklettern, hochklettern. So, Dulla, wollen wir mal gucken. Was sagt denn mein Orientierungssinn? Hier ist der Jallien. Da ist der Ferdinandsplatz. Und hier ist Suez Stand. Na, und wen haben wir denn da? Was macht der da? Der ist an der Kiste. Von Suef. Suef ist nicht da, ist klar. So, Kortimor. Hey. Erwischt. Erwischt. Mist, verdammter Schnüffler. Ich mach dich fertig. Immer zu. Davon wird bestimmt der ganze Ort wach. Verdammt. Na schön, du hast mich erwischt. Aber können wir uns nicht irgendwie einigen? Von mir aus. Aber nur unter einer Bedingung. Ich höre... Du hörst augenblicklich damit auf, Suef das Sumpfkorn zu stehlen. Dafür lasse ich dich dann laufen. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Na gut, abgemacht. Ich lasse die Finger von Suefs Kraut. Dann rück jetzt das Sumpfkraut raus, das du eben gestohlen hast. Ja, hast du es. Gut, du kannst jetzt gehen. Bin schon weg. Ja, dann verpiss dich. Gibt's ja nicht. Bleibt der da stehen. So. Dann mache ich Folgendes. Okay. Jetzt wandert der da draus. Die Truhe ist offen. Irre. Ist ja eh leer. Die habe ich doch selbst genatzt. Aber da waren ja nur Sumpfkraut drin, ne? Kein Paket. Aber Sumpfkrautstängel. Ja, was mache ich denn als nächstes? Als nächstes werde ich mal nächtigen. Und zwar Rico. Na hier. Hier kann man auch nächtigen, glaube ich. Das Haus ohne Eingang. Zack. Mit Eingang. Und zwar hier. Okay. Ach, Holder. Wasser. Bett. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Das haben wir ja auch dieser Stelle gemacht. Bloß schnell raus, sonst werden die hier wieder aggro. Oh, bis Kriegsbeil, auch gut. Schön. Dann wollen wir mal gucken, ob der Suef ansprechbar ist, was ich nicht glaube. Wegen dem Sumpfkrautdiebstahl, aha. Mal gucken. Tja, Geni tief ins Wasser, es könnte da tief werden, irgendwie sowas, ne? Also wegen dem Sumpfkrautdiebstahl. Wegen dem Sumpfkrautdiebstahl. Ja, gibt es was Neues? Der Dieb wird dich von nun an in Ruhe lassen. Oh, siehst du. Da hast du ihn also erwischt. Ja. Wer war es? War es Ferdinand? Nein, Ferdinand war es nicht. Wer war es dann? Ich habe dem Dieb versprochen, ihn nicht zu verraten. Na toll. Und wer ersetzt mir nur den Schaden, hä? Jetzt sei zufrieden, dass die Diebstähle endlich aufhören. Ich konnte sogar ein Paket Sumpfkraut sicherstellen. Wie? Das habe ich noch. Der Dieb hatte Sumpfkraut bei sich? Gib es mir. Hier hast du es. Sehr gut. Aber da du den Dieb laufen gelassen hast, werde ich dir deine Belohnung nicht geben. Das ist also dein Dank? Selbst schuld. Oh, was? Nein, das ist ja nicht zu fassen, liebe Leute.
Okay, dann gucken wir nochmal eben schnell nach. Erfüllte Mission, Diebstahl in Ashdod. Genau, keine Sorgen mehr. Ja, und dass wir Gortimor erwischt haben auch. Ja, liebe Leute, danke, dass ihr bis hierhin wieder zugeschaut habt. Ich verabschiede mich. Gebt mir einen Daumen und einen Spruch. Dann ist für heute genug. Ciao.